Blätterteigröllchen heute mit herzhafter Füllung, Frischkäse und gekochte Eier und natürlich lecker gewürzt. Schaut euch das kurze Video an, macht es nach, es ist sehr einfach und kommt auf jedem Tisch auch gut an. Ich mache heute herzhafte Schillerlocken oder auch Blätterteigsrollen genannt und dafür nehme ich jetzt den backfertigen Blätterteig, den es zu kaufen gibt, den frischen Blätterteig aus der Kühltheke, also nicht den tiefgefrorenen, sondern diesen auf der Rolle. Oder wenn man ihn selber machen will oder selbstgemachten eingefroren hat, dann kann man auch den verwenden. Ich werde jetzt auf jeden Fall diesen Blätterteig einfach in 2,5-3 cm breite Streifen schneiden und werde sie dann aufrollen und backen. Und die kann man sich auch gut am Vortag backen und am anderen Tag dann füllen. Entweder mit herzhafter Füllung oder dann mit süßer Füllung. Das ist jedem überlassen. Und dann hat man schnell kleine Häppchen, passend auf jeder Party, auf jeder kleinen Geburtstagsfeier oder auch Silvester, passt immer hinein und ist schnell gemacht. Ich werde den Blätterteig jetzt in der Länge nach in Streifen schneiden. Wer ein Bicyclette hat, der kann auch ein Bicyclette zur Hand nehmen. Ich habe eins, aber ich mache es jetzt heute bewusst einfach nur mit einem Lineal, was ich halt immer nur zum Backen benutze. Und ich mache 2, 4, 6 Streifen, etwa ja, 3,5 bis 4 cm. Und so lang wie der gekaufte Blätterteig ist, wie lang ist er? 30. Ja, bei mir ist er jetzt 40 cm so in etwa. Und ich drücke mir jetzt mal in die Mitte, da habe ich mir so eine Markierung. Ich drücke ihn mal mittig ein. Mit dem Lineal einfach als Markierung nehme ich das nur. Oder wie gesagt, wenn man ein Bicyclette hat, dann tut man sich leichter, aber man kann sich auch so behelfen mit einem Lineal, so wie ich. Und dann erhalte ich auf jeden Fall nass. Ich mache jetzt nur 6, weil ich habe hier Formen, die größer sind, länger und ich habe auch kürzere. Jetzt werde ich zuerst die 10 langen, die ich habe, benutzen und den Rest nehme ich dann kurze. Ich mache ja 12 Stück etwa. Und wenn man nur die kleinen Förmchen hat, dann könnte man sogar 18, aber dann würde ich den Teig in die Quere schneiden. Ich habe mir ein Eigelb mit 2 Esslöffel Milch hier verquirlt zum Bestreichen, dass ich das schon vorbereitet habe. Und jetzt fange ich an und werde diese Blätterteigstreifen einfach auf diese Rollen aufwickeln. Und zwar fange ich hier unten an und die Spitze, die mache ich auf keinen Fall zu, sonst kriege ich die ja nicht mehr auf. Und jetzt drücke ich das vorne einmal an und gehe langsam nach oben und achte darauf, dass ich etwa denselben Abstand halte.
Und wenn ich hier oben angekommen bin, dann achte ich auch, dass ich auf jeden Fall das, was unten ist, auch unten aufs Backblech setze, damit es nicht aufgeht. Und so werde ich jetzt mit allen verfahren und dann bestreiche ich sie. Und wenn ich dann mit dem Bestreichen anfange, wenn ich sie jetzt alle auf dem Backpapier habe, dann schalte ich meinen Backofen auf 180 Grad, aber diesmal backe ich sie heute mit Umluft, weil sie vielleicht schöner, gleichmäßiger backen. Etwa 15 Minuten, vielleicht brauchen sie auch 16, 17 Minuten, das sehe ich dann. Ich habe jetzt nur 6 große Rollen gemacht und 10 kleinere, da bei uns auch kleinere Kinder sind und damit die schaffen dann vielleicht der große nicht, wenn sie gefüllt ist. Jetzt bestreiche ich sie einfach mit ein bisschen Eimilch, Eigelb mit Milch. Und werde sie dann, wie gesagt, gleich in den Ofen. Den Ofen habe ich gerade jetzt eingeschaltet auf 180 Grad Umluft. Und wie gesagt, etwa 15 Minuten. Und die muss ich dann noch gleich, wenn sie aus dem Ofen kommen, gleich heiß lösen. Denn wenn ich die abkühlen lasse, dann kriege ich die nicht mehr los von den Metallröhrchen. Das muss man beachten. Da kann manches schief gehen. Auch wenn man vorne zumacht, kriegt man sie dann nicht weg. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Mit selbstgemachtem Blätterteig geht es auch. Dann werden sie sogar schöner. So ein bisschen blättriger, dicker. Aber auf die Schnelle ist ein gekaufter auch immer super gut. Wenn man diese Rollen süß füllen will mit einem Vanillepudding oder mit einer Sahnefüllung, dann würde ich nicht mit Ei-Milchmasse bestreichen, sondern ich würde einfach nur mit Wasser sie besprühen und kurz in Zucker wälzen. Dann karamellisiert das während dem Backen und ist super lecker für süße Speisen. Aber heute sollen sie jetzt mal herzhaft werden. Für die Füllung brauche ich 3 gekochte Eier. Philadelphia Frischkäse nehme ich heute, 2 Stück, das sind 350 Gramm. Optional kann man auch Kräuterfrischkäse nehmen. Ich werde aber getrocknete Petersilie noch mit einbauen, denn das Auge isst mit. Und die Eier mit dem Frischkäse, Salz, Pfeffer und etwas von meiner Petersilie werde ich gut vermengen und in einen Einwegspritzbeutel geben und dann die Schillerlocken, die Blätterteigrollen, werde ich dann mit Hilfe einer Sternthülle befüllen. Und hier habe ich dunkle Oliven, geschwärzte Oliven, entsteinte, habe ich einfach halbiert. Die gebe ich dann nur vorne als Deko hin. Man kann optional auch die grün gefüllten, wo Paprika innen drin sind, nehmen. Ich hatte jetzt nur diese zur Hand. Und wie gesagt, bei der Füllung, da kann jeder reinfüllen, was er gerne isst. Bei den Eiern, ob weiß oder braun, das ist egal, nur die braune Schale, die ist etwas härter, die weiße, die ist etwas dünner, also immer sage ich. Und gekocht, das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Ei sich so gut rollt. Wenn ich es schwenke, dann weiß ich, es ist ein gekochtes Ei. Ein nicht gekochtes Ei, das dreht sich nicht so schnell. Meine waren jetzt genau 19 Minuten im Backofen. Bei mir braucht es immer etwas länger, aber ich finde, sie sind wunderschön gebacken. Ja, hier habe ich nicht aufgepasst und die sind jetzt sehr heiß. Dann muss ich mir fast Handschuhe anziehen.
Und dies wäre unten sein müssen, aber wahrscheinlich habe ich das ohne zu bemerken gedreht. Und jetzt, ich hole mir Handschuhe, damit ich sie lösen kann, denn die sind ja sehr heiß und mit den Topflappen kann ich das nicht. Nun habe ich mir einfache weiße Handschuhe angezogen. Ich habe auf die Schnelle keine anderen gefunden. Oh. So, jetzt löse ich sie und lasse sie dann schön auskühlen. Und während die auskühlen, kann ich dann die Füllung zubereiten. Also ihr seht, die lassen sich sehr, sehr schön lösen. Sie sind jetzt sehr heiß, ja, weil ich sie ja vor 2 Minuten erst rausgeholt habe. Aber so soll es sein. Die großen, die ließen sich leichter lösen wie die kleinen, obwohl, ja, vielleicht sind die jetzt schon etwas abgekühlt, aber wenn man dann dreht, dann klappt das auch nur ein bisschen. Ein bisschen ist übrig, trotzdem kann man sie sehr gut füllen. Ja, die 2 letzten, dann habe ich es geschafft. Aber die kleinen, die lösen sich wirklich nicht so einfach wie die großen. Das ist jetzt das letzte. Ich will sie auch nicht kaputt machen. Super. So, nun können sie abkühlen. Und dann zeige ich euch, wie ich das ganz schnell fülle. Die Eier, die habe ich jetzt gepellt und werde nun die herzhafte Frischkäsecreme mit Eier machen. Und ich mache es jetzt einfach kurz mit dem Handrührgerät, diese Creme. Und zwar schneide ich mir jetzt die Eier einfach grob mit dem kleinen Messer. Denn ich werde jetzt keine große Maschine für so eine Creme zusammenrühren brauchen. Nun mixe ich die Eier ein bisschen klein. Zu diesen etwas angemixten Eiern gebe ich jetzt auch die 2 Frischkäse hinein und etwas Salz, etwas Pfeffer und getrocknete Petersilienblättchen gebe ich noch rein. Optional könnte man einen Kräuterfrischkäse nehmen und einen normalen. Ich habe aber keinen Kräuterfrischkäse da. Deswegen mache ich es dann gerne einfach fürs Auge, dass etwas Grünes mit hineinkommt. Etwas Salz, das kann man ja dann abschmecken, ob zu viel oder zu wenig. Und etwas Pfeffer. Und dies mixe ich und gebe es in den vorbereiteten Einwegspritzbeutel. Wenn man keinen Einwegspritzbeutel hat, dann kann man auch eine Tüte nehmen, eine Plastiktüte, einen Gefrierbeutel und reingeben und kann es dann in einer Ecke aufschneiden und befüllen. So sieht die Creme jetzt bei mir aus. Sie schmeckt sehr gut. Ich habe noch einmal etwas nachgewürzt. Und jetzt fülle ich sie ein. Ich habe mir so Sternhülle, ich glaube, das ist ein 10er. Nee, das ist ein 13er sogar. Habe ich mir reingegeben in einen Gefrierbeutel. Jetzt drücke ich mir ein bisschen von diesem Einwegspritzbeutel rein, dass es hier nicht gleich rausrinnt. Und entweder man nimmt jetzt einen höheren Becher und befüllt es, oder man kann es auch so von Hand einfüllen. Mit der rechten Hand
streife ich es dann so ab. Also ich nehme noch mal raus, gebe es rein in die Tüte und streife es hier ab. Und die linke Hand habe ich ja unterhalb von der Tüte. Dann klappt das wunderbar, wenn man jetzt nicht so viel Creme hat. Dann brauche ich nicht unbedingt einen Ständer dafür. Die eingefüllte Creme kann ich jetzt hier die Tüte mir öffnen. Dann drücke ich die Creme nach unten. Die Luft hier unten kann ich entweichen, weil ich ja Lochtüle habe, Sterntüle. So, dann mache ich mir das fest und kann dann die Tütchen befüllen, die Schillerlocken. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht komme ich auf die andere Seite. Kann man es dann vielleicht besser sehen. Da gehe ich mit der Sterntülle hinein und drücke ganz feste, dass natürlich bis nach unten gefüllt wird. Und dann ziehe ich hoch. Und hier oben kann ich noch so einen Kringel machen, wenn ich das möchte. Und jetzt fülle ich die zweite. Da gehe ich so tief ich kann hinein und drücke ganz feste. Dann spürt man das auch in der Hand, dass man dann nach oben kommt. So, so werde ich jetzt alle befüllen. Und dann sind wir schon fertig. Ein klein bisschen Creme ist noch übrig, also für ein kleines Set noch gelangt. Aber das kann man auch auf einem Stückchen Brot noch essen. Schmeckt super lecker. Wem halt Eier und Frischkäse schmeckt. Und nun werde ich nur noch dekorieren mit diesen halbierten dunklen Oliven. Wie gesagt, man kann auch grüne, gefüllte mit Paprika, das was jeder möchte. Das ist nur so als Deko da vorne. Und dann können sie schon gleich gegessen werden. Somit verabschiede ich mich jetzt heute. Die herzhaften Blätterteigrollen sind fertig und können gegessen werden. Sie werden auch mit Sicherheit ganz lecker schmecken. Macht sie mal nach, es geht ganz leicht, ist einfach zu machen, jeder kann es nachmachen. Gutes Gelingen wünsche ich denjenigen dabei. Ich danke euch auch heute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.